Lasst uns über die mächtigste Frau im Fußball reden, Marina Granovskaya. Beim FC Chelsea ist sie die Sportdirektorin. Ohne sie geht kein Transfer über die Bühne. In der Fußballwelt hat sie sich großen Respekt erarbeitet. Topclubs beißen sich an ihr regelmäßig die Zähne aus. Und deshalb würde ich sagen, blickt man mal im Detail auf ihren Weg an die Spitze und natürlich auch auf ihre größten Deals. Allgemein frage ich mich dazu, na gut, warum gibt es denn eigentlich so wenige Frauen im Profifußball? Auch darauf versuche ich eine Antwort zu finden. Wir haben einiges zu besprechen. Los geht's. Über das Privatleben von Marina Granovskaya gibt es kaum Infos. Sie kommt aus Russland, an der Uni in Moskau hat sie das Fach Fremdsprachen mit Auszeichnung abgeschlossen, sprich, sie kann sehr gut mit Worten jonglieren und das in den verschiedensten Sprachen. Das ist ein großer Pluspunkt. Dort galt sie aber als graue Maus. Ein Professor meinte mal, Marina sei nicht groß aufgefallen. 1997 war sie dann mit der Uni fertig und direkt danach fand sie einen Job bei der Ölfirma Sibneft. Das hat tatsächlich ihr Leben für immer verändert. Der Besitzer war damals nämlich Roman Abramowitsch. Alle kennt ihn, ihm gehört ja jetzt der FC Chelsea. Und hier schließt sich eben der Kreis. 2003 ging sie nach London, viel Ahnung vom Fußballbusiness hatte sie zu dem Zeitpunkt nicht, heißt es, aber sie lernte eben viele Leute kennen, knüpfte Kontakte und sie lernte schnell. Erst arbeitete Granovskaya als so eine Art Beraterin, Schritt für Schritt erhielt sie dann immer mehr Macht und jetzt steht sie an der Spitze des FC Chelsea. Ihr erstes großes Projekt war das neue Trainingszentrum in Cobham. 57 Hektar groß, 30 Trainingsplätze gibt's dort, dazu ein Schwimmbad, ein Fitnessstudio, ein fettes Reha-Zentrum etc. Das ist eine der modernsten Trainingsfacilities in England. Die Profis, die Jugend und die Frauen sind dort unter einem Dach. Bei den Planungen hat Marina Granovskaya eine wichtige Rolle gespielt. Sie hat eben im Namen des Investors überwacht, ob da alles passt. Ein weiterer Job ist die Jugendarbeit. Bei der Kooperation mit dem niederländischen Club Vitesse Arnhem hat sie geholfen. Das ist quasi, wenn man so will, der Farmclub des FC Chelsea. Seit 2010 sind insgesamt 29 Spieler dorthin geschickt worden, die meisten per Laie. Und da gibt's auch ein paar prominente Beispiele. Nemanja Matic bekam dort im defensiven Mittelfeld Spielpraxis. Oder auch Mason Mount, der konnte sich dort weiterentwickeln. Er ist ja aktuell eines der heißesten Eisen bei Chelsea. Nun ja, Granovskaya ist da oft vor Ort, sie checkt die Lage und sie sieht natürlich auch nach den Talenten. Es gab sogar mal das Gerücht, dass sie bei Vitesse einen offiziellen Job bekommen sollte. Am Ende ist daraus nichts geworden, denn logischerweise hat es in London genug zu tun. Eine wichtige Randinfo ist hier, der Investor von Vitesse Arnhem ist ein guter Kumpel von Roman Abramowitsch. Und da gibt es also kurze Wege, alle ziehen an einem Strang und beide Vereine profitieren davon. Egal, ob man dieses Farm-Team-Konzept mag oder nicht. Das zeigt aber auch, was die Rolle von Marina Granovskaya ist. Ganz simpel gesagt, sie ist die rechte Hand bzw. der verlängerte Arm von Abramowitsch. Seit über 20 Jahren kennen sich die beiden, er vertraut ihr voll und ganz, sie ist loyal und sie arbeitet sauber. Und das ist schon kurios, ein Nobody im Fußballbusiness hat so viel Macht und da fragt man sich natürlich, wieso, also wie hat sie das geschafft? Ein Knackpunkt soll 2009 gewesen sein. Didier Drogba stand da kurz vor dem Abflug, immer wieder gab es Ärger, aber sie hat eben gesagt, er muss da bleiben. Sie hat sich für ihn stark gemacht und gemeint, wenn er Scheiße baut bzw. sich schlecht verhält, nimmt sie die Schuld auf sich. Drogba bekam so einen neuen Vertrag und das Ende kennen wir alle. 2012 schoss er den FC Chelsea zum Champions League-Sieg. Ich saß da im Stadion, hab das live miterlebt, das Ticket steht hier übrigens noch im Hintergrund. Nun ja, generell kann Granovskaya ihren Willen durchsetzen und Abramowitsch vor allem überzeugen. Ein Beispiel, die Rückkehr von Jose Mourinho. 2007 gab es da Zoff, der Investor drehte dem Special One den Geldhahn zu und am Ende flog eben Mourinho raus. Tja, 2013 war dann der FC Chelsea auf der Suche nach einem neuen Trainer. Ihre Idee, Mourinho zurückholen. Und dafür hat sie extrem viel Gegenwind bekommen. Sie musste also Abramowitsch erstmal überreden. Und ihr Argument? Naja, der holt Titel und bringt Erfolg. Genau das hat auch geklappt. Einmal Meister und einmal Ligapokalsieger wurde der FC Chelsea in dieser Zeit. Das zeigt eben, Marina Granovskaya hat einen guten Draht zum Boss. Und das ist Gold wert. Zwei richtig fette Deals hat sie an Land gezogen und auch deshalb schwimmt der FC Chelsea im Geld. Erstens, der neue Ausrüsterdeal mit Nike. Pro Jahr kassiert der Verein 66,4 Millionen Euro. Bis 2032 läuft dieser Vertrag. Das bedeutet, insgesamt 1 Milliarde Euro kassieren die Blues. Zum Vergleich, Adidas hat davor etwa nur die Hälfte bezahlt. Und zweitens, der Verkauf von Eden Hazard. 115 Millionen Euro hat man für ihn kassiert. Ehrlich, rein sportlich verstehe ich diesen Deal bis heute nicht, aber Hazard wollte halt unbedingt weg, besser gesagt zu Real Madrid. Verhandlungen mit ihr sind richtig hart. Ein Agent hat mal gesagt, Zitat, bei Marina bedeutet ein Nein wirklich Nein, was im Fußball eigentlich recht selten ist. Nein kann oft bedeuten, dass wir 20 weitere Besprechungen abhalten und uns schließlich auf einen Preis einigen. Aber wenn sie Nein sagt, hören wir nichts mehr von ihr. Tja, ihr Spitzname ist Iron Lady und jetzt wissen wir alle wieso. Sie ist immer gut vorbereitet, sie kennt die Schwächen ihrer Gegner und sie weiß, wie sie das Maximale rausholt. Das beweist ein anderer Transfer, der Verkauf von Diego Costa. Der Spanier wurde aussortiert, Trainer Antonio Conte schrieb ihm eine SMS, in der stand, du wirst nie wieder für Chelsea spielen.
Jeder wusste das. Die Medien, die Clubbosse und die anderen Vereine. So, dann kam raus, Diego Costa will nur zu Atletico Madrid wechseln. Boom, eine absolute Katastrophe für Chelsea. Der Marktwert schoss in den Keller. Bei den Transferverhandlungen hatte also Chelsea eine richtig miese Position. Man konnte eigentlich froh sein, überhaupt noch eine kleine Ablöse zu bekommen. Tja, aber dann kam eben Marina Granovskaya und sie zauberte. 66 Millionen Euro Ablöse kassierte der FC Chelsea. Leute, für einen Spieler, der eigentlich nur noch in der Reserve, sprich in der U23 bei den Junioren kicken sollte. Wie sie das geschafft hat, keine Ahnung. Also ehrlich, so tough wie sie ist kaum jemand. Wegen so Deals hat sie sich den Respekt in der ganzen Fußballwelt erkämpft. Ihre Hauptaufgabe beim FC Chelsea sind die Transfers, Verträge und die Jugendarbeit. Kaum jemand ist besser als sie und deshalb hat sie so einen rasanten Aufstieg beim FC Chelsea hingelegt. Allgemein fällt auf, es gibt total wenige Frauen im Profifußball. Klar, wir alle kennen Bibiana Steinhaus, sie ist die erste weibliche Schiedsrichterin der Bundesliga. Imke Wöbenhorst trainiert aktuell die Sportfreunde Lotte in der Regionalliga und Katja Kraus saß mal im Vorstand beim Hamburger SV. Aber sonst, puh, wird schon sehr, sehr dünn. In der Chefetage sitzen meistens viele alte, weiße Männer. Und mit weiß meine ich die Haarfarbe. Kraus kann das nicht so ganz verstehen, Zitat: Es gibt überhaupt keinen sachlichen Grund, warum Frauen dieses Land oder Wirtschaftskonzerne führen, aber keinen Fußballverein. Ja, gesagt, so ist es. Das Problem beginnt leider schon an der Spitze, beim DFB. Im Präsidium sitzen 17 reguläre Mitglieder. Nur eine Frau ist mit dabei, Hannelore Ratzeburg, und sie ist auch nur in Anführungszeichen für den Frauen- und Mädchenfußball zuständig. Sprich, bei den Männern hat sie überhaupt nichts zu melden. Das klingt hart, ist aber leider so. Die Struktur beim DFB ist alt, sie ist marode und da muss, finde ich, dringend mal frischer Wind rein. Gleiches gilt bei den Trainern. Imke Wöbenhorst muss sich da jeden Tag aufs Neue beweisen. Auf den Mund gefallen ist sie definitiv nicht, um auf diese ganze sexistische Kackscheiße wie, das ist eine Frau, die hat doch keine Ahnung von Fußball, zu antworten, hat sie mal gesagt, Zitat: Ich bin Profi, ich stelle nach Schwanzlänge auf. Ja, der Spruch des Jahres 2019. Wichtig ist, wir sollten nicht in Schubladen denken, sondern die Leistung bewerten, egal ob das ein Mann oder eine Frau ist. Dass Frauen Ahnung vom Fußballbusiness haben können, das beweist Marina Granovskaya beim FC Chelsea. Ich hoffe, sie ist erst der Anfang. So, eins sind Frauen nicht lustig. Das sagt zumindest Valulis. Ich weiß, es ist auf jeden Fall eine steile These. Hier ist das Video, da begründet er es. Zieht euch das gerne mal rein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich gut Kick, haut rein und ciao.